Mrityobhanchikasana ist die todüberwindende Stellung. Mrityo heißt Tod, Bhanjika heißt Zerbrechen, die Stellung des Zerbrechens des Todes. Was soll das sein? Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von der Rückenlage beuge die Knie und hebe die Unterschenkel hoch, sodass die Unterschenkel senkrecht sind. Dann falte deine Hände um deine Füße herum und gib die Knie Richtung Schulter- bzw. Achselhöhlen oder an den Achselhöhlen entlang zum Boden. Atme dabei tief ein und aus. Warum das jetzt eine todüberwindende Stellung sein soll, ist mir zwar nicht ganz klar, aber es ist in jedem Fall eine schöne Stellung, um die Hüftgelenksflexibilität zu entwickeln, eine schöne Übung auch, um Agni, das Verdauungsfeuer, zu aktivieren, eine gute Massage zu geben für die Bauchorgane und auch die Lendenregion zu dehnen. Atme in der Stellung tief ein und aus. Diese Stellung ist letztlich auch eine gute Vorübung für Yoga Nidrasana, für die Schlafstellung des Yogis, wo du die Füße hinter den Kopf bringst. Und wenn andere zum Beispiel Yoga Mudrasana in einer Yogastunde üben und Yoga Nidrasana üben und du sie nicht ganz machen kannst, dann übe einfach Mrityobhanchikasana.